Nun würde ich gerne einsteigen in unsere Veranstaltung. Mein Name ist Heinrich Brinker. Ich bin einer der Vertreter von der Rosenthal-Luxemburg-Stiftung bzw. Club Kirchheim. Ich werde heute gemeinsam mit meinem Mitstreiter Hermann Steinbrenner die Moderation machen. Und wir werden dann nicht nur unsere Fragen ins Feld führen, sondern wir werden natürlich viel Wert darauf legen, dass Fragen, die in dem Chat erscheinen, dass die auch Gegenstand der Diskussion werden. Also möchte alle ermuntern, den Chat zu nutzen und Fragen reinzustellen, beziehungsweise auch Kommentare. Wir werden alles, soweit es die Zeit erlaubt, aufgreifen und auch hier ins Gespräch bringen. Ich möchte auch noch mal vorweg schicken, der Rosa-Luxemburg-Club ist Veranstalter, aber wird in Kooperation mit der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, in Kooperation mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund, ATAK und der linken Fraktion im Gemeinderat hier in Kirchheim. Soweit dazu. Und dann möchte ich noch mal kurz organisatorisch noch sagen, diese ganze Veranstaltung wird aufgezeichnet. Deswegen, das sollte sich jeder darüber bewusst sein, dass er, wenn er sich hier einschaltet, dann auch sichtbar wird und das dokumentiert wird. Gut, soweit dazu. Und jetzt begrüße ich unseren Gast, Josef Vogel, Professor Dr. Josef Vogel. Ich habe festgestellt, mein Jahrgang 1957 und ist Professor an der Humboldt-Universität und zwar für Literatur und Kulturwissenschaften und Medien und ist zusätzlich Permanent Visiting Professor an der Princeton University. Man könnte es gar nicht, man wird es nicht vermuten als Literatur- und Kulturwissenschaftler, doch auch in soziologischen Themen sehr bewandert, wenn man so seine Liste an Büchern anguckt. Sein letztes Buch ist ja das Kapital und Ressentiments, was wir ja heute betrachten oder behandeln werden oder mit ihm ins Gespräch kommen wollen. Es heißt eine kurze Theorie der Gegenwart. Da sollte man immer vorsichtig sein, wenn man das hört, kurze Theorie. Es ist ein sehr, sehr kompaktes und verdichtetes Buch. Das muss man sagen. Auf 183 Seiten wird sehr viel verarbeitet. Und ja, man erfährt eine ganze Menge auf wenig Raum und wenig Wort. Das möchte ich gerne vorweg schicken. Ja, vielleicht können wir es so machen. Wenn man sich das Buch anguckt, haben wir erstmal also einen Strauß von Themenfeldern natürlich feststellen können. Aber ich denke mal, so drei große Rahmenfelder werden wir heute sicher streifen bzw. bearbeiten. Das wäre einmal Information als neue Quelle der Wertschöpfung. Das ist eine zentrale Grundlage, denke ich. Dann den ganzen Block Fusion, Finanz- und Plattformökonomie und wie diese Fusion zu veränderten Paradigmen der Macht führen. Und vielleicht auch die Frage, wieso das eigentlich zu Demokratieverlust führt. Und der dritte Themenblock wäre dann, und das ist ja auch ein Bestandteil des Titels, wir haben ja Kapital und Ressentiments. Warum und wie werden Ressentiments zum Treibstoff dieser Ökonomie? So, das wären so einfach nur so als Hintergrund die großen Felder. Aber jetzt würde ich zunächst einsteigen und den Josef Vogel bitten, einfach noch mal kurz und klar, wie er zu diesem Thema eigentlich gekommen ist. Und ja, wenn ich dir die Bücher angucke, da hat es eine gewisse Entwicklung stattgefunden. Und vielleicht können wir so einsteigen in die Thematik.
Ja, guten Abend, Herr Brinker, und guten Abend auch an alle, die womöglich zuhören. Und ich bedanke mich sehr für die Einladung und hoffe, dass wir trotz dieser sehr, sehr düsteren Lage in Europa einigermaßen fokussiert auch durch dieses Gespräch kommen. Lassen Sie mich vielleicht ein paar Dinge als Antwort auf Ihre Frage vorausschicken. Zunächst mal habe ich mich seit langer Zeit beschäftigt mit bestimmten Konstellationen im 18. Jahrhundert, und zwar mit der Frage, welches Menschenbild ist eigentlich im 18. Jahrhundert entstanden, auch im Zusammenhang mit Literatur und mit Kunst. Und da war es sehr offensichtlich und sehr unmittelbar greifbar, dass sich die meisten Überlegungen darüber letztlich auf etwas konzentriert haben, was man den ökonomischen Menschen nennt. Also man kann im 18. Jahrhundert sozusagen die Entstehung des ökonomischen Menschen, eines interessegeleiteten Menschen, eines, wenn man so will, auch egoistischen Menschen bemerken, der den großen Vorzug hat, dass er, wenn er sich auf den Markt bewegt, so wurde das beschrieben, eben tatsächlich private Laster in öffentliche Vorteile verwandeln kann. Das geht sehr weit zurück, und tatsächlich habe ich dann nicht zuletzt vor dem Hintergrund der letzten Finanzkrise mir die Frage gestellt, ob ich nicht meine eigenen, wenn man so will, geisteswissenschaftlichen Interessen etwas ausdehnen kann und mich mit der Wissenschaft beschäftige, die tatsächlich für uns hegemonial ist, die dominant ist. Und das ist die Ökonomie, sind die ökonomischen Wissenschaften und natürlich auch eine bestimmte Form der Orthodoxie. Also einer bestimmten Form, man könnte das auch sagen, Klassik, Neoklassik, und natürlich der Liberalismus, der eine elementare Rolle spielt. Ich habe mich dann in meinem Buch, das hieß Das Gespenst des Kapitals 2010, damit beschäftigt, wie in den neuesten Markttheorien und insbesondere in Theorien der Finanzmärkte, wie sich dort eine theologische, eine, wenn Sie so wollen, religiöse Erbschaft eingenistet hat. Also diese Märkte, die in diesen Theorien beschrieben werden, tendieren zum Gleichgewicht. Sie führen sozusagen die beste aller möglichen ökonomischen Welten vor und haben natürlich auch dazu geführt, dass mit diesen Theorien der jüngste Finanzmarktkapitalismus auch gerechtfertigt wurde. Das war ein erster Schritt. Ich versuche es kurz zu machen. In einem zweiten Buch, 2015 erschienen, mit dem Titel Der Souveränitätseffekt, bin ich Fragen nachgegangen, die irgendwie liegen geblieben sind, für mich liegen geblieben sind und die ein gewisses, wie soll man sagen, auch eine gewisse Herausforderung darstellten. Ich fragte mich nämlich ganz direkt, sind mit den neuesten Formen des Kapitalismus, sind mit den neuesten Formen insbesondere des Finanzkapitalismus auch ganz konkrete Formen der Machtausübung verbunden? Und eine der wesentlichen Thesen in diesem Buch bestand dann darin, dass seit einer langen Zeit, im Grunde seit der frühen Neuzeit, also seit dem 16., 17. Jahrhundert, das Finanzwesen in einer Grauzone von entstehenden Staatsapparaten auf der einen Seite und privaten Financiers auf der anderen Seite hervorgegangen ist, dass also die Frage des öffentlichen Kredits, der Schulden, der Staatsschulden etc. die Urszene für das Finanzwesen geworden ist. Und eine erste ganz wichtige Überlegung bestand darin, dass diese Grauzone mit einer traditionellen Gegenüberstellung von Staat auf der einen Seite und Markt auf der anderen Seite oder Politik auf der einen Seite und Ökonomie auf der anderen Seite nicht wirklich beschreibbar ist. Und dass sich in dieser Grauzone dann auch bestimmte Institutionen entwickelt haben, die wir alle heute kennen, zum Beispiel seit Ende des 17. Jahrhunderts Warum Willi? Zentralbanken, ja, Notenbanken, Nationalbanken etc. Und das war eine weitere These, und das kann man, glaube ich, auch heute an den entsprechenden Exemplaren sehen, wie etwa die Bundesbank, die EZB, aber auch die Federal Reserve, dass diese Banken, die also dem Finanzsystem verpflichtet sind und auch für die Stabilität des Finanzsystems einstehen sollen, dass diese Institutionen auf der einen Seite Regierungsinstitutionen sind. Das heißt also, sie haben einen öffentlichen Auftrag. Und sie greifen mit ihrer Politik unmittelbar in das Wirtschaftssystem, aber natürlich auch in die Gesellschaft ein.
Und auf der anderen Seite aber sind sie nicht gegenüber Regierungen und gegenüber Parlamenten, also nicht gegenüber der Legislative und der Exekutive verantwortlich. Ich habe das darum die vierte Gewalt genannt. An diesem Punkt bin ich dann tatsächlich zu dem gegenwärtigen Buch übergegangen und setze zunächst mal an dieser Situation ein, inwieweit es also neben der Legislative, neben der Judikativen und neben der Exekutiven eine weitere Regierungsmacht gibt, nämlich die Monetative, ein inniges Verhältnis zwischen Zentralbanken, Geschäftsbanken, aber natürlich auch Finanzmärkten. Und inwieweit wir uns heute in einer Situation befinden, die sich durch einen Übergang von einem regierungsgesteuerten zu einem marktgesteuerten Finanzsystem auszeichnet. Das heißt also, immer mehr Kompetenzen, zum Beispiel Liquiditätsschöpfung, findet heute auf den Märkten statt, sind also gewissermaßen in privaten Händen. Seit den 80er Jahren sind diese Märkte explodiert. Das war ein Ausgangspunkt für dieses Buch. Und dieser Prozess hätte nicht stattgefunden, und das ist ein zweiter Schritt, auch in diesem Buch, und Sie haben das in Ihrer Einleitung bereits angedeutet, wenn es nicht eine enge Allianz, Sie haben das vorher Fusion genannt, eine enge Allianz von Finanzmärkten, Finanzindustrien auf der einen Seite und Kommunikationstechnologien auf der anderen Seite gäbe. Das heißt also, die Expansion der Finanzmärkte, das, was manche Ökonomen auch den Big Bang nennen, der in den 90er Jahren stattgefunden hat, ist in letzter Konsequenz durch die Freigabe des World Wide Web für Finanzgeschäfte ermöglicht worden. Das heißt also für Geschäfte, die nicht mehr an überwachten Börsenschauplätzen stattfinden, sondern in Schattenbanken, over the counter, das heißt also von Käufer zu Verkäufer etc. Die Privatisierung, die Deregulierung dieser Märkte wäre ohne diese technische Infrastruktur, ohne die Fusionierung von Finanz und Information nicht denkbar gewesen. Vielleicht noch einen weiteren Schritt, der, wie Sie schon angedeutet haben, dann in eine neue Unternehmensform heranführt, nämlich in die sogenannten Plattformen. Also das heißt Plattformen wie Uber, Airbnb, aber natürlich auch wie Facebook, wie Google, also auch soziale Medien und Suchmaschinen. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, und nicht ich alleine, ich habe natürlich auf sehr viel Literatur zurückgegriffen, ist, was machte diese Unternehmen, die in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts tatsächlich ja auch zu einem Boom geführt haben, in Klammern gesagt, der dann 2000 zum ersten Mal geplatzt ist, was diese Unternehmen so attraktiv für die Finanzindustrie macht. Und wir können später noch mal ausführlicher darüber reden, aber ein paar Dinge will ich wenigstens in Erinnerung rufen, die, glaube ich, wichtig sind, was diese Unternehmen betrifft. Sie zeichnen sich natürlich im Wesentlichen dadurch aus, dass sie geringe oder keine Fixkosten haben. Das heißt also, Uber muss keine Taxis waschen, Airbnb muss keine Wohnungen putzen, etc. etc. Damit verbunden ist auch eine radikale Reduktion von Arbeitskosten. Das heißt also, Uber-Fahrer sind nicht bei Uber angestellt. Das sind freie Kontraktoren. Manchmal nennt man sie auch einfach schlicht Lohnabhängige oder noch besser Wegwerfarbeiter. Dazu kommen zum Beispiel sehr geringe Marginalkosten. Das ist auch ein wichtiger Aspekt. Das heißt also, will ich den Bestand an Taxifahrten vermehren, muss ich nicht mehr Autos kaufen, sondern muss nur Speicherplatz erweitern. Also die sogenannten Grenzkosten sind überaus gering. Und ein weiterer Punkt, und die Liste ließe sich fortführen, ich will Sie damit jetzt nicht langweilen, ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich die große Artistik der Steuervermeidung bei diesen Unternehmen. Denn Datenprodukte lassen sich
ohne große Schwierigkeiten über die Grenze transportieren. Und deswegen haben fast alle diese Unternehmen ihre Hauptsitze in sogenannten Steuerparadiesen. Weiterer Punkt vielleicht noch, und das kann man insbesondere bei Unternehmen wie Uber, aber auch zum Beispiel Amazon sehr gut erkennen. Es sind Unternehmen, die zunächst mal keinen Gewinn oder nur Verluste machen, aber mit dem Versprechen auftreten, die Märkte zu zerstören. Deswegen haben die einen riesigen Börsenwert. Deswegen ist beispielsweise Uber auf den Börsen teurer als BMW. Deswegen ist Airbnb teurer als Hilton International und so fort. Und das wäre ein letzter Punkt jetzt zu diesen Plattformunternehmen, über die wir uns vielleicht noch genau unterhalten werden. Sie stellen tatsächlich einen neuen Unternehmenstypus dar. Es sind nämlich nicht Unternehmen, die auf den Märkten konkurrieren, sondern es sind Unternehmen, die Märkte privatisieren, um darauf Unternehmen konkurrieren zu lassen. Das heißt also, ein Unternehmen wie Amazon lässt andere Leute auf den Markt, den Amazon selbst schafft, teilhaben oder nicht, diktiert selbst die Schwellen. Soziologen nennen das proprietäre Märkte. Also diese Unternehmen schaffen selbst private Märkte, die sie betreiben. Sie sind also Marktbetreiber und nicht beim Markt Teilnehmer. Dazu ließe so tatsächlich noch sehr viel mehr sagen. Ich will vielleicht, weil Sie das auch angedeutet haben, einen letzten Schritt oder einen letzten Aspekt noch erwähnen, nämlich die Frage, wie man dort zu dem zweiten Teil des Titels kommt, Kapital und Ressentiment. Wenn Sie mir erlauben, zwei oder drei Bemerkungen dazu. Zunächst einmal ist es überaus interessant zu bemerken, dass Ende des 19. Jahrhunderts, das heißt zur Zeit eines aufstrebenden Finanz- und Industriekapitalismus, sehr viele Autoren angefangen haben, über die soziale Dimension des Ressentiments nachzudenken. Das fand bei Nietzsche statt, wie Sie wahrscheinlich wissen. Sowas findet sich bei Kierkegaard, dem dänischen Philosophen. Das findet sich auch in der Literatur bei Dostojewski. Das findet man aber auch bei Autoren wie Tocqueville, der über die Demokratie in den Vereinigten Staaten nachdenkt. Und das findet sich etwas später, Anfang des 20. Jahrhunderts, bei Autoren wie Max Scheler beispielsweise oder Werner Sombart, dem Wirtschaftshistoriker. Und diese Autoren stimmen mehr oder weniger darin überein, dass entstehende Konkurrenzgesellschaften, dass entstehende Wettbewerbsgesellschaften und dass der damit entstehende Liberalismus eine desolidarisierende Dimension entwickelt, die das Ressentiment zu einer sozialen Triebkraft machen. Und von dort ausgehend habe ich danach gefragt, welche soziale Mobilisierung auf diesen neuen Plattformen stattfindet, insbesondere natürlich im Rahmen dessen, was man die sozialen Medien nennt. Ich will das jetzt nicht vorwegnehmen, aber die These lautet, dass es in dieser Privatisierung der öffentlichen Kommunikation durch die sogenannten sozialen Medien, dass es dort eine Mobilisierungsdynamik gibt, die aufgrund der damit verbundenen Geschäftsmodelle strukturell das Ressentiment bedient, befördert und produziert. Herr Brinker, wenn Sie einverstanden sind, schließe ich hier erstmal, um nicht allzu sehr in den Monolog zu verfallen. Sie müssen ich bin wieder an. Ja. Ja. Ja, vielen Dank. Das war ja nur schon mal ein grober Überblick über die drei Themen. Ich glaube, wir müssen aber noch ein bisschen vorne anfangen, um vielleicht das ein oder andere Fundament noch mal zu legen. Also wäre für mich noch mal die Frage, ist das Besondere am Finanzkapital, dass es sozusagen Ausgangspunkt für diese Plattform, für den Plattformkapitalismus wird. Und was war die Ursache, dass das überhaupt, diese Entwicklung überhaupt möglich war? Sie hatten es kurz so angesprochen, dass in den 70er Jahren
das schon losgeht. Aber vielleicht könnten Sie da noch mal kurz drauf eingehen, damit man das noch mal versteht, wie diese Entwicklung überhaupt loslaufen konnte. Also wenn wir jetzt zunächst mal auf die Geschichte des Finanzkapitalismus, Sie haben die 70er Jahre erwähnt, ansehen, dann gibt es verschiedene Stufen, die, glaube ich, lassen Sie mich das so formulieren, zur Befreiung des Finanzkapitals aus seinen wohlfahrtsstaatlichen Fesseln geführt hat. Und ein erster wichtiger Schritt, und man muss immer dazu sagen, diese Entwicklungen sind kontingent, also eher zufällig auf der einen Seite, auf der anderen Seite durch manche Notwendigkeiten diktiert und natürlich auch Gegenstand dezidierter politischer Interventionen gewesen. Also dieses Gemisch aus Interventionen, Zwang und Zufällen, Ereignissen, muss man, glaube ich, im Blick haben. Und ein erster wichtiger Punkt in dieser Entfesselung des Finanzkapitalismus bestand im Ende des Abkommens von Bretton Woods. Sie wissen, die Nachkriegsordnung, die 1944 beschlossen wurde und die ein internationales Währungssystem bestimmte, das durch mehr oder weniger starre Wechselkurse auf der einen Seite und auf der anderen Seite durch die Bindung an den Dollar und des Dollars an das Gold bestimmt war. Durch die übergroßen Auslandsschulden der Vereinigten Staaten, also sowohl Auslandsschulden wie Haushaltsschulden, konnten die Vereinigten Staaten ihre Garantien für dieses System nicht mehr erhalten und haben de facto 1971 und de jure 1973 dieses Währungssystem aufgekündigt. Von diesem Zeitpunkt an gibt es flottierende Währungskurse. Und von diesem Zeitpunkt an gibt es auch so etwas wie Währungsderivate. Das heißt also einen neuen Finanzmarkt, auf dem mit Devisen gehandelt wird und auf dem auch mit Derivaten über Devisen gehandelt wird. Das wäre ein erster wichtiger Punkt. Ein zweiter Punkt, den will ich auch erwähnen, scheint marginal zu sein, hat aber eine große Wirkung. Und der betraf die Situation der Inflation in den Vereinigten Staaten, und zwar Ende der 70er Jahre. Diese Inflation wurde bedrohlich und hat dazu geführt, dass der damalige Notenbankchef der Federal Reserve, Volcker mit Namen, und deswegen hat dieser Beschluss auch den Titel des Volcker-Schocks. Dieser Notenbankchef hat eine drastische Erhöhung der Leitzinsen in den Vereinigten Staaten durchgesetzt. Und das führte dazu, dass insbesondere das Überschusskapital von Exportnationen wie Deutschland oder Japan nicht mehr reinvestiert wurde in die Industrie, sondern an die Wall Street gegangen ist, wegen der hohen und günstigen Verzinsung des Finanzkapitals. Das hat dazu geführt, dass auf der einen Seite Kapitalerträge radikal angestiegen sind, hat aber auf der anderen Seite zu sinkenden Lohnniveaus, etwa im Handwerk, bei den Arbeitern, in der Landwirtschaft etc. geführt. Das wäre also ein zweiter, nicht unwichtiger Schritt. Ein dritter Schritt oder ein drittes Element, das kennen Sie alle, ich muss das wahrscheinlich nicht erwähnen, ist natürlich die politische Ankunft von Thatcher und Reagan gewesen und damit die Durchsetzung eines Programms, das vom sogenannten Neoliberalismus der Chicagoer Schule diktiert worden ist. Sie erinnern sich, das wurde an einem 11. September, nämlich dem 11. September 1973, zum ersten Mal getestet, nämlich in Chile, nach dem Militärputsch von Chile. Radikale Privatisierung öffentlicher Unternehmen, aber nicht nur Unternehmen, sondern auch Dienstleistungen etc., hin bis zum Gesundheitswesen, zu Schulen, zur Wasserversorgung übrigens bis heute etc. Und natürlich die Liberalisierung von Märkten, die Liberalisierung von Finanzmärkten, die Privilegierung von Kapitalerträgen, Steuerreduktionen, also Körperschafts- und Unternehmenssteuern, die reduziert werden und so weiter. Dieser Prozess wurde angestoßen und hat nur nebenbei gesagt, ja unter anderem auch dazu geführt, dass die Staaten, in denen dieser Prozess am weitesten fortgeschritten ist, nämlich Großbritannien und die USA, seit den 80er Jahren eine Deindustrialisierung erlebt haben.
in den Vereinigten Staaten erkennbar und in Großbritannien ebenso bemerkbar. Ein viertes Element, und Sie unterbrechen mich, ja bitte, wenn Sie denken, dass es zu langweilig wird oder der Zuhörer verschwindet. Ein viertes Element muss man wahrscheinlich dazu nehmen, dass auch die Globalisierung dieses Systems mitträgt. Und das sind internationale Institutionen. Also denken Sie an den IWF, denken Sie an die Weltbank, aber auch an die OECD. Das heißt also, Organisationen, und am deutlichsten ist erkennbar am IWF, am Internationalen Währungsfonds, die ihre Funktion mit dem Ende des Abkommens von Bretton Woods verloren haben und eine neue Funktion suchten. Der IWF beispielsweise hatte lange Zeit die Funktion, Ausgleichszahlungen zur Stabilisierung des Währungsniveaus zu leisten. Nach dem Ende dieses Abkommens wurde er zuständig für eine internationale Kreditvergabe, insbesondere für Schwellen- und Entwicklungsländer. Und der Internationale Währungsfonds wie die Weltbank haben mit ihren Krediten an verschuldete Entwicklungs- und Schwellenländer tatsächlich entsprechende Reformen durchgesetzt. Also Privatisierung, Entstaatlichung von bestimmten Unternehmen, Garantien für investierendes Kapital und so fort. Das, glaube ich, sind wichtige Institutionen und Organisationen gewesen, die das globale System in irgendeiner Form gestützt haben. Kann ich da mal einhaken? Ja, gerne. Ja. Mich würde noch ein anderer Aspekt interessieren, das haben Sie kurz angedeutet, das ist auch die technische Entwicklung. Also wenn man überlegt, welche Speicherkapazität da frei geworden ist und dann neue Computersprachen dazu kamen. Wenn ich überlege, was ich früher programmiert habe mit COBOL, das hat mit dem gar nichts mehr zu tun, dass praktisch Prozesse möglich worden sind, die in Echtzeit dann stattfinden können. Das hat ja den ganzen Finanzkapitalismus richtig befeuert noch einmal. Ja, lassen Sie mich vielleicht eine Sache dazu sagen, weil das hat eine lange Geschichte. Das heißt also, die Entstehung und Entwicklung von Informationstechnologien, Kommunikationstechnologien war immer eng mit dem Handel, dem Markt, aber insbesondere dem Finanzkapital verbunden. Um ein winziges Beispiel zu nennen, die heute größte Nachrichtenagentur Reuters ist im 19. Jahrhundert gegründet worden als Finanzdienstleister für Banken und Börsen, und zwar mithilfe von Brieftauben. Das frühe Postwesen ist wesentlich von Händlern und Financiers mitbetrieben worden. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts wurde der größte Anteil der neu entrichteten Telegrafenlinien von Banken beispielsweise betrieben. Also es gibt, und die These ist sehr einfach, eine enge Allianz, man könnte sagen Wahlverwandtschaft zwischen Kommunikationstechnologien und Börsen und Finanzmärkten auf der anderen Seite, weil eben Informationsvorsprünge auch Profitvorsprünge in diesem Gebiet bedeuten. Und da ist eine überaus interessante Konstellation seit den 60er Jahren entstanden, dass nämlich ein privater Zusammenschluss von Brokern, also von Maklern von Finanzprodukten, die erste Börsenplattform geschaffen haben, noch bevor das Internet existierte. Und das ist das, was heute noch existiert und riesige Umsätze macht, nämlich Nasdaq. Nasdaq ist also ein privater Zusammenschluss von Börsenmaklern gewesen, um abseits von Börsenmärkten Geschäfte zu betreiben. Das wurde zunächst mal mit Großrechnern, dann mit Homecomputern betrieben, noch über Telefonleitungen, bis dann schließlich, und zwar, ich glaube, im Jahr 1993, das World Wide Web für diese Finanzgeschäfte freigegeben wurde. Und da tritt das dann ein, Herr Steinbrenner, was Sie erwähnt haben, nämlich die radikale, man könnte fast sagen, extremistische Modernisierung dieses Netzes, in dem tatsächlich Millisekunden Vorsprünge, Gewinnvorsprünge bedeuten, bis zu hin zu dem, was man heute High-Frequency-Trade, Hochfrequenzhandel beispielsweise nennt. Nachdem wir jetzt nochmal die technische Seite betrachtet hatten, Sie hatten vorher nochmal die Liberalisierung des Finanzmarktes nochmal herausgestrichen für die Entwicklung. Ich würde gerne nochmal einen Aspekt nochmal
gerne auch nochmal beleuchten. Die Börsen waren ja mal dafür da, dass die sogenannte Realwirtschaft sich Kapital beschaffen konnte. Die Börsen haben ja heute eine ganz andere Rolle. Vielleicht können wir da nochmal reingehen. Ich habe heute nochmal im Internet recherchiert, die 100 größten Aktienunternehmen. Da sind die vier Top, ist USA, sind alles die IT-Unternehmen, beziehungsweise Amazon ist auf dem vierten Platz. Das hat ja eine bestimmte Ursache, warum das so ist. Und vielleicht können Sie da nochmal sagen, die Rolle der Börse ist nochmal anders und wie diese veränderte Rolle die Plattform beflügelt hat. Also auch da spielen sehr viele Faktoren mit herein. Und es ist irgendwie nicht ganz einfach, darüber nachzudenken, wo man eigentlich anfangen soll. Denn zunächst einmal, und das ist eine Voraussetzung, die auch eine lange Geschichte hat, und das möchte ich wenigstens erwähnen, weil jüngere rechtshistorische Studien das inzwischen sehr gut aufgearbeitet haben, dass so etwas wie ein eigener Markt für das Finanzkapital entstehen konnte, rührt zunächst daher, dass es seit der frühen Neuzeit rechtliche Privilegien für das Kapital und für Kapitalvermögen gibt. Die Rechtshistoriker haben das inzwischen sehr gut ausgearbeitet. Das heißt also, ohne rechtliche Privilegien wäre das Finanzkapital nicht in dieser Weise hegemonial geworden. Ich möchte einen zweiten Punkt erwähnen, wenn Sie die Geduld aufbringen, weil das eine überaus interessante Geschichte ist, die tatsächlich die Plattformunternehmen betrifft. Das heißt also, die Unternehmen, die ich vorher schon skizziert habe, die von Autovermittlern bis hin zu sozialen Medien beispielsweise reichen. Und da gibt es ein wichtiges Datum im Jahr 1996 in den Vereinigten Staaten. Sie müssen wissen, die technische Infrastruktur der Netzwerke war bereits vorhanden. Das war zunächst mal das sogenannte ARPANET, zum Teil vom Militär entwickelt, also ein paketvermitteltes, eine paketvermittelte Datenübertragung. Das wurde dann zu einem öffentlichen Netzwerk, insbesondere für Universitäten und Forschungseinrichtungen. Und sollte Mitte der 90er Jahre privatisiert werden. Das wurde mit einem Informationsgesetz von 1996 durchgesetzt. Das heißt also eine Privilegierung privater Investoren auf diesem Netz und eine Behinderung öffentlicher Institutionen in diesem Netz. Das war ein erster wichtiger Schritt. Es ist dann aber zweitens etwas passiert, was man könnte das fast eine Burleske nennen. Es ist fast eine gewisse Farce, die dort passiert ist, die aber größte Konsequenz für die Restwelt hatte. Lassen Sie mich das kurz schildern. Die Republikaner haben in den 90er Jahren bemerkt, dass in diesen neuen Netzwerken sehr viel Pornografie vertrieben wird. Also haben sie einen Gesetzesentwurf eingebracht in den Vereinigten Staaten zur Bekämpfung der Pornografie. Dieser Gesetzesentwurf wurde abgeschmettert mit Verweis auf das First Amendment, den ersten Verfassungszusatz, nämlich den Verfassungszusatz in den Vereinigten Staaten, der die Meinungs- und Versammlungsfreiheit garantiert. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Es gab völlig widersprüchliche Gerichtsurteile. Es wurde beispielsweise ein Internetprovider Anfang der 90er Jahre wegen Verleumdung, also übler Nachrede, verurteilt, weil er Content, Inhalte, die eingestellt wurden, bearbeitet hat, redigiert hat und wurde deswegen für diese Inhalte verantwortlich gemacht und verurteilt. Ein anderer Internetprovider, 1995, wurde nicht verurteilt wegen Verleumdung und übler Nachrede, weil er die eingestellten Inhalte nicht redigiert und nicht bearbeitet hat. Also, wenn Sie so wollen, eine rechtlich unübersichtliche, schwierige Lage. Aus diesem Grund haben sich beide Parteien in den Vereinigten Staaten zusammengetan, das sogenannte Communications Decency Act verabschiedet und insbesondere den Artikel 230, der, von dem ich sagen würde, eine immense Wirksamkeit hatte. Dieser Artikel besagt nämlich,
Und ich versuche das zu paraphrasieren, dass von nun an alle Internetprovider, alle Plattformen, die den Inhalt, der von Dritten bei ihnen eingestellt wird, nicht bearbeiten, für diese Inhalte auch nicht verantwortlich sind. Man kann das ein Haftungsprivileg nennen. Das hat zu den völlig neuen Geschäftsmodellen geführt und das hat zu etwas geführt, was man Internet-Exzeptionalismus nennen muss. Das heißt also, es wird nun eine Form der Öffentlichkeit erzeugt und produziert, auf dem die alten Bedingungen des Copyrights und des Verbreitungsrechts und des Presserechts, also verantwortlich im Sinne des Presserechts, nicht mehr gelten. Ich fasse das kurz zusammen. Wir haben auf der einen Seite eine lange Geschichte der Privilegierung des Finanzkapitals und wir haben seit 1996, seit diesem Paragraph 230, eine Privilegierung einer bestimmten Unternehmensform, nämlich der Plattform. Und jetzt ist Folgendes aufgetaucht und gewissermaßen zum Habitus, zur Gewohnheit geworden. Und das ist die Antwort auf Ihre Frage. Der Boom dieser Unternehmen in den 90er Jahren drehte die Finanzierungslogik für Unternehmen um. Sie haben es erwähnt, die Börsen wurden geschaffen, um bestimmten Firmen unter bestimmten Bedingungen Kapital zu verschaffen, um ein erfolgreiches Geschäftsmodell zu finanzieren. In den 90er Jahren hat sich das verkehrt und nun wurden Firmen und Unternehmen erfunden, nur zu dem Zweck, hohe Börsenkurse zu erzielen. Das heißt also Unternehmen, die mit einem Versprechen auf die Zukunft, auf die Börse treten, alle ihre Mittel in Werbekampagnen stecken und nicht ein Geschäftsmodell mit Börsenmitteln finanzieren, sondern umgekehrt ein Unternehmen gründen, um Börsengewinne zu erzielen. Das hat zu dem sogenannten Dotcom-Boom und natürlich auch zur ersten Blase und dann eben zu dem Platzen dieser Dotcom-Blase 2000 geführt. Das war nicht unwichtig, diese Blase, auch das füge ich noch hinzu, weil die eine elementare Marktbereinigung durchgeführt hat. Seit 2000 sind dann die großen Monopolisten entstanden, wie Google, Facebook, Amazon. Also diese Marktbereinigung hat tatsächlich nochmal eine neue Situation erzeugt. Bevor wir jetzt nochmal in das Geschäftsmodell der Plattformen einsteigen, möchte ich gerne nochmal eine Frage aus dem Chat nochmal bringen, weil das nochmal sich auf den IWF bezieht. Und ich lese mal kurz vor. Was ich nicht verstehe, ist, warum IWF und Weltbank die Kredite meist an Privatisierungsmaßnahmen von Infrastruktur in den entsprechenden Ländern verknüpft. Das ist noch für die jeweilige Volkswirtschaft meist nicht nachhaltig. Ich denke, die Frage hat Ihre Antwort bereits mitgegeben, denn es ging ja nun tatsächlich darum, eine neue Wirtschaftsordnung durchzusetzen, ausgehend von den Vereinigten Staaten und von Großbritannien. Im Grunde könnte man sagen, es ging schon um eine gewisse Amerikanisierung des internationalen Finanzsystems. Und daher das Dogma des schlanken Staats, der natürlich aus dieser jüngsten Form des Liberalismus hervorkommt. Darum das Dogma der Privatisierung, das heißt also nicht nur die Vorstellung oder wenn Sie so wollen, sogar die Ideologie, private Unternehmen könnten besser wirtschaften als der Staat, sondern natürlich auch die Erschließung immer neuer Geschäftsbereiche. Bis hin, Sie haben das ja auf allen Bereichen dann gesehen, bis hin zur Privatisierung von Gesundheits- und Altersvorsorge etc. Das heißt also, das war ein Zug, in dem gewissermaßen die Schwellen- und Entwicklungsländer in das Finanzsystem und in das Weltwirtschaftssystem amerikanischer Art integriert werden sollte. Und der IWF und die Weltbank waren wesentliche sozusagen Motoren dafür. Ihre Kollegin, die Frau, ich weiß nicht, wie man die genau ausspricht, Shoshana Zuboff,
Die hat ja einen riesen Wälzer geschrieben, das Zeitalter des Überwachungskapitalismus. Das Werk habe ich durchgewälzt, ist sehr informativ. Die hat ja im Grunde geschrieben, wie Google praktisch sein Geschäftsmodell Schritt für Schritt entwickelt hat, wie sie zeitlang mal gar nicht wusste, was sie eigentlich machen sollen, fast vor dem Bankrott gestanden sind und dann die Daten erkannt haben. Heute hat ja praktisch Google quasi ein Monopol. Wie schätzen Sie das ein, die Frau Zuboff legt oder glaubt, dass die Datenschutzgrundverordnung, die europäische oder die deutsche, die in Deutschland umgesetzt worden ist, ein gewisser Einhalt gebieten könnte gegen diese Monopolisierung? Wie sehen Sie das selber? Also die legt da große Hoffnung drauf, auf die Datenschutzgrundverordnung. Können wir noch mal etwas vorwegschicken, Herr Mann? Und zwar, dass wir noch mal kurz noch mal dieses Geschäftsmodell der Plattform anschauen. Ja, klar. Ne? Und dann zu dem Thema Datenschutz kommen. Herr Professor Vogel, Sie haben mir zu Anfang schon mal ausgeführt, ne? Dass die Plattform, das Uber und Co., dass die wenig Fixkosten haben und von daher natürlich einen Wettbewerbsvorteil haben oder einen Vorteil haben, zum Beispiel zu einem Autokonzern oder so. Ne? So, aber vielleicht können Sie noch mal darauf eingehen, was ist deren Geschäftsmodell eigentlich? Ne? Also welche Rolle spielt Information in diesem Geschäftsmodell? Also zwei Dinge. Ein wichtiger Punkt ist, das darf man nicht vergessen, Uber hat lange Zeit nur Verluste gemacht, macht womöglich auch heute noch Verluste und lebt vom Versprechen, Märkte zu zerstören, also beispielsweise Taximärkte zu zerstören. Deswegen ist der Börsenwert so groß. Dasselbe betrifft Amazon, hat am Anfang nur Verluste gemacht. Amazon Prime beispielsweise macht heute noch Verluste und verdient das wesentliche Geld nicht mit dem Versandhandel, sondern mit den Clouds. Also das heißt mit dem Verkauf von Speicherplätzen. Das muss man vorwegschicken. Es kommt ein weiterer wichtiger Punkt dazu, der tatsächlich dann insbesondere die Zeit der Jahrhundertwende, also um 2000, betrifft. Vielleicht muss ich vorausschicken, dass angesichts der Explosion der Finanzmärkte dieses Finanzkapital immer neue Investitionsmöglichkeiten sucht. Sie haben das gesehen, die Immobilienblase ist auf diese Weise entstanden. Wir sehen es heute wieder, die explodierenden Immobilienpreise beispielsweise in Berlin. Und vor diesem Hintergrund bot sich, wenn Sie so wollen, eine neue ökonomische Brache an. Etwas, was bisher nicht kapitalisierbar war, etwas, was bisher nicht kapitalisiert werden konnte und was erst mit neuen Technologien sich zur Kapitalisierung angeboten hat, und das war Information. Die Frage ist, wie lässt sich Information kapitalisieren? Und man könnte sagen, das ist technisch hochkompliziert, betriebswirtschaftlich aber überaus simpel. Die Ökonomen sagen, dass Information ein nicht rivalisierendes Gut ist. Das heißt, ein Gut, das durch Verknappung, das durch den Verbrauch nicht weniger wird. Wenn Sie Information verbrauchen, wird die Information nicht weniger. Das ist anders als das Benzin im Tank oder der Wein in der Weinflasche etc. Es ist also ein nicht rivalisierendes Gut. Wie lässt sich das verknappen? Wie kann man daraus tatsächlich eine Ware machen? Und das führt auch übrigens hin zu dem Buch von Frau Zuboff, wo das auch eine gewisse Rolle spielt. Information lässt sich nur dadurch teilen und nur dadurch kapitalisieren, dass der Zugang zur Information radikal asymmetriert wird. Das heißt also, und das ist ja eines der Geschäftsmodelle, es gibt billige oder kostenlose Güter, die wir alle benutzen. Navigationshilfen, Apps etc. Alles wird kostenlos auf den Markt geworfen. Der Consumer ist sozusagen einer, der nur noch Schnäppchen machen kann, also der sozusagen mit kostenlosen Gütern versorgt wird, unter der Bedingung, dass die Daten, die er selbst damit produziert, ihm nicht mehr gehören. Das ist das Tracking, das ist das Tracing. Das heißt also, lassen Sie mich so formulieren, der sogenannte Nutzer produziert Rohstoffe und damit
Güter, die von den Unternehmen dann verkauft werden, an Werbeunternehmen beispielsweise. Das heißt also, Unternehmen wie Google haben einen hohen advokatorischen Grimm entwickelt gegenüber Usern, die ihre Daten zurückhaben wollen. Und Google ist es bisher immer gelungen, diese Enteignung von Daten, von Nutzerdaten zu behaupten, zu sichern und sogar zu vermehren. Je mehr sie im Netz herumspazieren, desto mehr Daten produzieren sie und desto mehr Rohstoffe werden für diese Konzerne tatsächlich produziert. Das ist also ein wesentliches Betriebsmodell dieser Unternehmen. Und es kommt etwas Zweites hinzu. Das ist auch eine Sache, die natürlich eine Ökonomin, Wirtschaftshistorikerin wie Shoshana Zuboff interessiert hat. Diese Unternehmen haben aufgrund ihrer Ausnahmesituation, wie ich vorher gesagt habe, sie sind nicht verantwortlich für das, was dort eingestellt wird. Eine Datensammlung, die größer ist, die vielfältiger ist, die intensiver ist, als die Daten, die beispielsweise Secret Service, NSA, CIA beispielsweise sammeln, weil sie dieses Privileg besitzen. So kam es beispielsweise nach 2001, 9/11, zu einer intensiven Zusammenarbeit zwischen Geheimdiensten und Google. Die Geheimdienste waren eifersüchtig auf die Datensammlungen von Google. Und sie haben ein Abkommen gemacht, dass die Geheimdienste auf diese Daten zugreifen können. Das war dann natürlich die Sache, auch das haben Sie angesprochen, was insbesondere die Europäer zutiefst beunruhigt hat. Deutsche Datenschutzbeauftragte warnen öffentliche Institutionen, Ämter, Gemeinden, was auch immer, noch irgendwelche Sachen auf Facebook zu posten, weil diese Dinge abgesogen werden in private Firmen und in den Vereinigten Staaten dann dem Zugriff der Geheimdienste offen sind. Okay. Fragen Sie nach, wenn es noch offene Fragen gibt, bitte. Hermann, ist das so für dich so okay? Ja, ich wollte bloß noch mal fragen, ob diese Datenschutzgrundverordnung, ob die dem Einzelnen irgendeine Handhabe gibt, sich besser abzusichern. Oder ist das nur eine Chimäre? Ja, da würde ich nochmal nachschießen. Und zwar, Sie haben das gerade schon angesprochen, dass man in den USA noch eine andere Sicht darauf hat als in Europa und dass wir vielleicht auch kulturell einen anderen Hintergrund haben hier. Ja. Sprich Liberalismus, ja. ob das sozusagen eine Chance bietet, dass hier in Europa nochmal andere Regeln machbar sind und wie Sie die einschätzen. Also eines ist völlig richtig, die Vereinigten Staaten haben gerade mit dem ersten Verfassungszusatz, der nicht mit dem Artikel 5 des Grundgesetzes bei uns vergleichbar ist, eine völlig andere Lage, auch eine völlig andere Radikalität im Schutz dessen, was man öffentliche Meinung nennt. Die Gesetzgebung, die ich vorher erwähnt habe, dieser Paragraph 230 des Communications Decency Act, wurde tatsächlich im Abhang, in der Folge, sowohl in die europäische Gesetzgebung übertragen, wie auch in die nationalen Gesetzgebungen. Also diese Ausnahmeregelungen wurden auch in Europa umgesetzt. Spätestens seit Ende 2000 und dann insbesondere im letzten Jahr, und das ist überraschend, ist die Europäische Union höchst beunruhigt über diese Entwicklung und hat verschiedene Gesetzentwürfe auf den Weg gebracht, die im Augenblick diskutiert werden. Das sind im Wesentlichen drei Gesetzentwürfe. Der eine heißt Digital Market Act, der andere Digital Services Act und der dritte betrifft die Netzwerkorganisation insgesamt. Fokus dieser neuen Gesetzesentwürfe, die noch nicht ratifiziert sind, aber im Augenblick diskutiert werden, in diesem Dreierformat, das heißt also Europäische Kommission, Europäisches Parlament also Kommission, Parlament, es gibt noch eine dritte Instanz, die dabei ist. Diese Gesetzentwürfe zielen auf mehrere Stellschrauben. Das betrifft erstens die Ausnahmeregelungen. Ist das Haftungsprivileg hinreichend, um bestimmte Dynamiken im Netz, Hassrede etc. Zu bändigen,
ist ein erster Punkt. Also das Haftungsprivileg ist Gegenstand eventuell eines neuen Gesetzentwurfs. Zweiter Gegenstand ist natürlich Wettbewerb. Wie kann man die Marktherrschaft dieser Monopolisten brechen? Zweite Überlegung, eine dritte ganz wichtige Überlegung betrifft das Absaugen von Daten aus Europa. Kann man also so etwas wie europäische Datensouveränität herstellen? Und der dritte Punkt betrifft die Frage, wie wird eigentlich Öffentlichkeit auf der einen Seite und die Privatisierung dieser Öffentlichkeit auf der anderen Seite, wie werden die gegeneinander abgewogen? Müsste man nicht so etwas wie eine Treuhandgesellschaft benötigen, die den Zugang zum Netz auch für Unternehmen beispielsweise reguliert? Das sind Dinge, die auf dem Tisch sind und ich muss gestehen, deren Konsequenz kann ich im Augenblick noch nicht absehen. Aber eines ist auffällig und eines ist sozusagen ebenso erfreulich wie beunruhigend, nämlich, dass selbst eine durchaus erzliberale Institution wie die Europäische Union die Gefährlichkeit genau dieser neuen Industrien bemerkt hat und nun rechtlich dagegen vorgehen will. Aber Ausgang ungewiss. Kann ich da gleich anknüpfen? Vielleicht? Ja, ich habe gerade gelesen, dass es in den USA Silberbewegung gibt, so im Vergleich zu Standard Oil wie früher, praktisch dieser Monopolbildung zu zerschlagen. Ja, wissen Sie da was genaueres drüber? Ist das real oder? Also man muss dazu sagen, die Amerikaner haben wahrscheinlich mehr Erfahrung in der Zerschlagung von Großkonzernen als wir. Und das begann ja bereits Anfang des 20. Jahrhunderts mit der Zerschlagung von Standard Oil, also Rockefeller beispielsweise. Ich weiß nicht, wie viele Effekte das tatsächlich hatte. Ich nehme nicht an, dass es den amerikanischen Kapitalismus grundsätzlich verändert hat. Und solche Bestrebungen sind natürlich auch angesichts der Marktbeherrschung von Google und insbesondere Facebook auf dem Plan. Und diese Dinge werden diskutiert, aber im Augenblick noch ohne konkrete Maßnahmen. Ich würde da nochmal fortschreiten. Jetzt haben wir ja den Finanzkapital haben wir beleuchtet, jetzt haben wir die Plattform nochmal beleuchtet, haben auch die Triebfeder besprochen, ne? Und haben auch das Drumherum besprochen. Jetzt würde ich gerne einen kleinen Ausflug machen. Und zwar, es war ja sichtbar, dass beim Brexit die Finanzindustrie oder Finanzkapital stark beteiligt war, den Brexit umzusetzen. Und Sie haben ja versucht, da Ihre Ideen umzusetzen. Könnten Sie da noch mal ein bisschen Hintergrund liefern? Kann man an diesem Beispiel, was in England lief, was ablesen, was hier sozusagen vielleicht in Europa sich noch entwickeln wird? Also Brexit ist eine überaus interessante Angelegenheit. Wenn man sich die Geschichte der ganzen Kampagnen, der Brexit-Kampagnen beispielsweise ansieht. Nach den Studien, die ich kenne, war ein Großteil der britischen Unternehmerschaft dafür, innerhalb der Europäischen Union zu verbleiben. Nicht zuletzt deswegen, weil die Europäische Union auch sehr viele Programmpunkte des britischen Finanzwesens beispielsweise umgesetzt hat. Freizügigkeit des Kapitalmarkts, bisher keine Finanztransaktionssteuer etc. Das heißt also, die Europäische Union und der europäische Markt war eigentlich eine ideale Bedingung, sowohl für die produzierende Industrie als auch für, wenn man so will, das konservative Bankengeschäft, das Geschäft der Großbanken. Interessant ist nun zu sehen, dass eine Gruppe von Finanzinvestoren, die man die Avantgarde auf diesem Gebiet nennen könnte, nämlich Hedgefonds, Investmentfonds und Derivathändler, dass die vehement in die Leave-Kampagne, also in die Brexit-Kampagne investiert haben. Und zwar mit dem völlig offenen und auch offen ausgesprochenen Ziel, nicht nur Großbritannien aus der EU herauszulösen, sondern den Standort London zu einer Art Singapur zu machen, eine Singapurisierung des Londoner Finanzmarkts, sodass bestimmte Restriktionen, die in Europa diskutiert werden, wie Kapitalertragssteuer, wie Finanztransaktionssteuer, dort nicht mehr greifen werden. Das heißt also, die jüngste, man könnte auch sagen, die extremistische
Spitze des Finanzkapitals war wesentlich an der Finanzierung der Brexit-Kampagne beteiligt und hat, und das war sozusagen die Gunst des Augenblicks, und hat die europäische Flüchtlingskrise 2015 gezielt ausgenutzt, um Ressentiments, Ausländerfeindlichkeit in Großbritannien zu schüren, sodass, und das ist die absurde Konstellation, die dann entstanden ist, plötzlich aus der Sicht der Wähler die Europäische Union für die Globalisierung steht, während die eigentlichen Globalisierer damit ihre eigene Politik betreiben konnten. Im Chat ist eine Frage, warum genau so laut EU die Gefährlichkeit der Plattform bestehen und für wen ist das genau gefährlich? Also für die Europäische Union gibt es drei Punkte, an denen die Gefährlichkeit messbar ist. Ich hatte das bereits angedeutet. Das ist auf der einen Seite das Absaugen von Daten in die Vereinigten Staaten. Übrigens insbesondere natürlich auch das Absaugen nicht nur von privaten Daten, sondern auch von öffentlichen Daten, also von Institutionen, Ämtern etc. Erster Punkt. Der zweite Punkt besteht in der Frage des Wettbewerbs und der Monopolbildung, der für die Europäische Union entscheidend ist. Also diese Monopolisten, amerikanischen Monopolisten, sind auch in Europa Monopolisten. Und der dritte Punkt, der ebenso heftig diskutiert wird, ist das Haftungsprivileg. Das heißt also, wie geht man mit Hassreden, wie geht man mit einer exzessiven Meinungsfreiheit um, die Menschenwürde beispielsweise antastet, etc. Also das sind die drei wesentlichen Gefahrenmomente, die, glaube ich, von der EU mit diesen Gesetzesentwürfen anvisiert werden. Ich würde jetzt auch noch mal eine weitere Frage auf den Chat, die ganz zu Anfang schon mal gestellt worden ist, und vielleicht könnten wir da noch mal kurz auf eingehen. Ressentiments, wie genau muss man das verstehen, dass Ressentiments dazu zur Triebfeder werden? Könnten Sie das noch mal anhand der Plattform noch mal kurz erläutern? Sie hatten das zu Anfang schon mal schnell gemacht bei der Einführung, aber vielleicht könnten Sie das noch mal ausführen, weil das wurde nicht ganz nachvollzogen. Gut. Ich gestehe auch zu, dass das noch nicht in allen Punkten auch von mir selbst ausgegoren ist. Das ist, hat sicher noch offene Seiten. Ich bin auch dankbar, wenn es da Hinweise, auch Nachfragen gibt. Ein erster Punkt ist, und so habe ich das zu beschreiben versucht, ist das Entstehen ganz neuer Formen der Öffentlichkeit und ganz neuer Formen des Meinungsmarkts. Also der erste Punkt wäre, wir haben es nicht mehr mit einer alten Öffentlichkeit zu tun, die auf der klaren Distinktion zwischen öffentlich und privat aufbaut, sondern wir haben es mit einer privatisierten Öffentlichkeit zu tun. Um es platt zu sagen, bestimmten Plattformen oder Dienstleistern, WhatsApp beispielsweise, gilt im Grunde das Recht von Telefonleitungen. Es werden aber Öffentlichkeiten erzeugt. Also die Grenze zwischen öffentlich und privat ist gewissermaßen perforiert, wäre ein erster Punkt. Ein zweiter Punkt betrifft den sogenannten, auch von mir sogenannten Exzeptionalismus. Und das heißt, die Entfesselung eines Meinungsmarkts, der unter dem Gesichtspunkt interessant ist, dass Meinung etwas ist, was nicht begründet und nicht legitimiert werden muss. Das heißt also, es hat sich ein neuer Markt aufgetan, in dem das, was nur geäußert wird, keinerlei Begründungspflicht und keinerlei Haftung unterliegt, diese Öffentlichkeit wesentlich bestimmt. Man hat es in diesem Zusammenhang auch mit dem Ausschluss der Gatekeeper beschrieben. Es gibt keine Redakteure mehr in dieser Öffentlichkeit. Es gibt keine Lektoren, keine Moderatoren, keine Kuratoren mehr, etc. Das heißt also, darf ich da kurz
findet diese Ressentiments, findet ja nicht nur in sozialen Medien, also in der Nein, nein. Kommunikation statt. Ne? Ich glaube, das ist so dann das Nein, Missverständnis. Da haben Sie völlig recht. Deswegen habe ich auch versucht zu sagen, dass das Nachdenken über Ressentiment durchaus den modernen Kapitalismus begleitet. Und auch die Frage der Öffentlichkeit im modernen Kapitalismus, dass aber dieses Ressentiment auf den Plattformen eine neue Mobilisierungsdynamik angenommen hat. Und die verschiedenen Schritte habe ich genannt. Erstens das Löschen des Unterschieds zwischen privat und öffentlich. Zweitens der exzessive Meinungsmarkt, also das Ausstreichen sozusagen von Legitimationsinstanzen oder Kontrollinstanzen. Und dann kommt, glaube ich, das Geschäftsmodell dieser Unternehmen dazu, die nämlich insbesondere soziale Medien, und nehmen Sie Facebook als Beispiel, ihr Geschäftsmodell nur dadurch durchsetzen können, indem sie die dort versammelte Gesellschaft, von Nutzern gewissermaßen tribalisieren, also in Grüppchen, in Communities aussortieren, um dann die entsprechenden gezielten Werbemaßnahmen durchführen zu können. Das heißt also, die Parzellierung von Öffentlichkeit, die Erzeugung von Partikularöffentlichkeiten, die Zeugung von rivalisierenden Communities ist gewissermaßen in diesem Geschäftsmodell eingepreist. Und damit ist noch nicht gesagt, was dort gesagt ist, aber es ist eine Mobilisierungsstruktur geschaffen worden. Meine These ist also, dass genau dieses Geschäftsmodell die Partikularisierung von Öffentlichkeit, die Tribalisierung, also die Herstellung von Stämmen sozusagen in diesen Geschäftsmodellen zum ersten Mal zu einem, wenn Sie so wollen, unternehmerisch hergestellten Gesellschaft geführt hat. Sie beschreiben ja da zum Schluss in Ihrem Buch diese Feindseligkeit oder Ressentiment als ein Gemeinschaftsgefühl, das das Ferment einer neuen Vorkriegsgesellschaft liefern kann. Was ist da drunter zu verstehen? Also ich glaube, wir können heute diesen Satz in irgendeiner Weise als ja, geschichtlich quittiert begreifen. Was ich vor Augen hatte, waren tatsächlich die Wahlkämpfe von 2016, 2015 in Großbritannien, 2016 in den USA und dann natürlich auch Brexit 2016, wo die Plattformen einen wesentlichen Anteil hatten und wo sich gerade Facebook und Zuckerberg in Person von Zuckerberg selbst gerühmt hat, wesentlich zu den siegreichen Kandidaten beigetragen zu haben. Facebook hat daraus nie ein Hehl draus gemacht. Facebook, wie wir heute wissen und wie es genau dokumentiert war, war eine wichtige Maschine zur Durchsetzung des Völkermords etwa in Myanmar. Facebook war ein wichtiger Motor für den Wahlgewinner Modi, also den Hindu-Nationalisten in Indien. Zuckerberg hat Facebook sogar in sein Büro eingeladen und mit ihm gewissermaßen den Sieg gefeiert. Facebook hatte natürlich einen großen Anteil am Sieg von Trump. Die Erzeugung und in den Vereinigten Staaten wurde offen darüber geredet, die Erzeugung einer Situation, die schließlich, wie wir es auch gesehen haben, bürgerkriegsähnlichen Charakter angenommen hat, kann nicht ohne einen Internet-Effekt erklärt werden. Nicht alleine, dazu gehören natürlich Talkshows, dazu gehört Fox TV, dazu gehören auch Rundfunksender, dazu gehört auch eine Presselandschaft etc. Also dazu gehört ein ganzes, wie man heute sagt, mediales Ökosystem. Aber eine wichtige Rolle in all diesen Dynamiken hat tatsächlich haben die sozialen Medien gespielt, aufgrund ihres überaus interessanten Geschäftsmodells. Sie schreiben ja dann zum Schluss in Ihrem Buch über das Stichwort für mich Mehrwert. Sie sprechen von einer Abschöpfung, Entschuldigung, des Verhaltensmehrwerts. Könnten Sie das noch ein bisschen genauer erklären? Ja. Weil im Grunde habe ich es so verstanden, dass praktisch die Arbeitskraft ja bisher den Mehrwert erzeugt hat. Und Sie gehen jetzt einen ganz anderen Weg. Also in dem Sinn wäre das ja so, dass der Kapitalismus mehr oder weniger sich selber abschafft. Aber das nehmen Sie ja nicht an, nämlich an. Ja.
Dafür sehe ich im Augenblick keine Anzeichen und das teilen wir wahrscheinlich auch. Also es ist interessant, dass bereits in den 60er Jahren spätere Nobelpreisträger über diese Dinge nachgedacht haben. Einer der wichtigen Amerikaner, der dafür auch prämiert worden ist, ist Gary S. Becker, der auch aus dieser Schule von Chicago kommt und der damals schon die Frage aufgeworfen hat, wie gehen wir eigentlich in einem Wirtschaftssystem damit um, dass die Produktion steigt und dass die Arbeitszeit sinkt. Das heißt, es gibt bei steigender Produktivität und sinkender Arbeitszeit immer weniger Chancen, Möglichkeiten, Ansatzpunkte, Mehrarbeit abzuschöpfen, in einem ganz marxistischen Sinn. Wir müssen also Modelle entwickeln oder zumindest darüber nachdenken, wie man die Zeit, die nicht in der Arbeitszeit verschlissen wird, wie man diese Zeit in den Wirtschaftsprozess integrieren kann. Das ist die Frage, die damals schon aufgeworfen wurde. Und da haben nun die späteren Plattformunternehmen, wenn Sie so wollen, das Ei des Kolumbus geliefert und führen etwas ein, was Wirtschaftswissenschaftler inzwischen auch digitale Enteignung nennen. Und Sie müssen sich das so vorstellen, dass Sie natürlich als Nutzer, so wie wir hier, wenn wir über Zoom kommunizieren, dass wir als Nutzer dieser Instrumente natürlich keinen Zugang zu den Produktionsmitteln haben, weder zu der Hard- oder Software dieser Unternehmen. Erster Punkt. Der zweite Punkt, auch den habe ich schon erwähnt, wir haben aber auch nicht Zugang zu den von uns produzierten Produktionsmitteln, nämlich Rohstoffen, Datenrohstoffen. Wir können auf diese Daten selbst nicht mehr zurückgreifen. Die gehören aufgrund komplizierter technischer Verfahren den Unternehmen. Und jetzt kommt drittens etwas hinzu, dass natürlich unter diesen Bedingungen bei unseren Tätigkeiten im Umgang mit dem Netz, ob wir nach Nachrichten suchen oder ob wir einen Partner suchen, ob wir in der Pornografie unterwegs sind oder ob man Stellengesuche ansieht, was immer man tut, wie immer man dort navigiert, mehr Arbeit leisten, ohne zu arbeiten. Das heißt also, jede Bewegung, jeder Kommunikationsakt, jeder Klick etc. leistet mehr Arbeit, ohne dass dafür Arbeitszeit in irgendeiner Weise in Rechnung gestellt werden kann. Man könnte das so formulieren, dass die Mehrarbeit maßlos geworden ist. Mhm. Wir entkommen der Abschöpfung von Mehrarbeit unter diesen Bedingungen nicht. Nicht durch eine Begrenzung der Arbeitszeit etc. Mhm. Ich würde gerne noch mal auf einen anderen Aspekt eingehen, und zwar der Verlust von Kontrolle oder Demokratieverlust. Also auf der einen Seite versuchen ja auch diese Plattformkonzerne, öffentliche Aufgaben zu übernehmen. Und diese öffentlichen Aufgaben werden dann ja sozusagen der öffentlichen Kontrolle entzogen. Könnten Sie da noch mal drauf eingehen, wie diese Dynamik laufen wird? Die Digitalisierung ist ja, ich würde mal sagen, im öffentlichen Rahmen noch relativ bescheiden, was wir jetzt in der Pandemie jetzt auch sehen konnten. Ja, also ich wäre sehr vorsichtig mit dem Begriff der Digitalisierung. Ich will es jetzt nicht weiter begründen, aber für mich ist der Begriff der Digitalisierung gleichlautend mit einer Privatisierung von Kommunikationen. Lassen Sie mich das an einem Beispiel beschreiben. Es wurde vor etlichen Jahren in Kalifornien ein neues Unternehmen gegründet. Und Sie wissen vielleicht, dass die kalifornische Fantasie sich immer sehr nah an Fantasy auch bewegt, die entsprechenden Filme und Romane etc. King, natürlich Stephen King gelesen hat. Dieses Unternehmen wurde nach den sehenden Steinen von Stephen King Palantir genannt. Den Namen haben Sie vielleicht gehört. Dieses Unternehmen wurde gegründet mit dem sogenannten Risikokapital aus dem Silicon Valley auf der einen Seite und dem CIA auf der anderen Seite.
Und dieses Unternehmen stellt Datendienstleistungen zur Verfügung, also zum Beispiel Sicherheitskontrollen, aber insbesondere auch die Durchmusterung von Big Data für bestimmte Vorhersagen, also beispielsweise für Finanzdienstleister, Marktvorhersagen, aber beispielsweise auch Grenzkontrollen, beispielsweise auch für die Polizeiarbeit etc. Dieses Unternehmen ist also nicht nur von CIA und Privaten gegründet worden, also privaten Finanzkapital gegründet worden, sondern arbeitet in einer öffentlich-privaten Grauzone und beliefert beispielsweise die Gesundheitsämter in Großbritannien genauso wie in den USA. Es beliefert die Homeland Security in den Vereinigten Staaten, aber zum Beispiel auch die Polizeibehörden in Hessen und in Niedersachsen. An diesen Unternehmen ist erkennbar, wie öffentliche Aufgaben gewissermaßen selbstverständlich privat ausgelagert werden. Und ich denke, dass insbesondere die Pandemie der letzten 2 Jahre dem einen noch weiteren Schub geleistet hat. Inzwischen bieten Google und Facebook Gesundheitsdienste an, sie bieten natürlich Seuchen-Apps an, etc. Auch das Eindringen in die Frage des öffentlichen Gesundheitswesens ist damit in irgendeiner Weise an der Tagesordnung. Hermann, wolltest du noch mal einsteigen? Sonst würde ich noch mal weiter einsteigen. Und zwar würde ich noch mal sagen, das Thema Information ist ein zentrales Gut. Und Sie haben ja auch erzählt oder auch erläutert, was das Besondere an dieser Information ist. Gibt es irgendeine Chance, dass dieses Thema, dass wir sozusagen Datenhoheit hier für uns nochmal wieder generieren können und sagen wir mal, auch Daten ein Gemeingut sind und nicht ein privates Gut? Also ich würde sagen, in der besten aller Medienwelten müsste das so sein. Ja. Und so wie man, und deswegen sind ja manchmal historische Konstellationen nicht uninteressant, so wie ein erst auf den ersten Blick unscheinbares Gesetz einen Ausnahmezustand geschaffen hat, dieses Gesetz, das ich bereits erwähnt habe, ist es natürlich denkbar, dass mit rechtlichen Regelungen dort eingeschritten wird. Lassen Sie mich das aber eher in der These formulieren und bin nicht sicher, ob wir die noch diskutieren können, aber was im Interesse dieser Unternehmen liegt und was auch im Interesse einer bestimmten Form gegenwärtiger Politik liegt, ist die Verwandlung des Staatsbürgers zum Netzbürger. Immer mehr Kompetenzen des Bürgers sollen sozusagen ins Netz ausgelagert werden. Und ich möchte behaupten, dass es heute darum geht, diesen Bürger ins Analoge zurückzukämpfen, weil, und das wäre die damit verbundene Behauptung, nur die analoge Welt, also deren Reibungen und deren Probleme überhaupt so etwas wie Demokratie, demokratischen Rechtsstaat garantieren kann. Nicht die digitale Welt und nicht der Netzbürger. Es gibt also sozusagen bei diesen Konzernen, insbesondere bei Facebook, da ist es sehr gut dokumentiert, ich habe das versucht auch in dem Buch zu betreiben, gibt es ein Interesse von der privaten Kommunikation über die politische Kommunikation bis hin zum Währungssystem Privatisierungsvorschläge zu machen. Und es würde so etwas entstehen wie ein unternehmerischer Staat. Das ist die Dystopie, die gewissermaßen am Horizont steht bei diesen Unternehmen. Könnten Sie da, kann ich vielleicht kurz anhaken, mit dem Begriff Metaversum, das ist ja praktisch das, was Facebook betreibt oder was es betreiben will, dass Sie da kurz noch was dazu sagen? Ja, Facebook hat zunächst mal noch eine andere Sache vehement betrieben, die im Augenblick am Laufen ist, weil die ersten Anträge bereits bei der Schweizer Finanzaufsichtsbehörde genehmigt wurden. Facebook will so etwas schaffen wie eine eigene Währung. Ja, genau. Das wurde früher Libra genannt und hier wird jetzt von Facebook Diem genannt. Sie sehen schon, Facebook hat ein großes Interesse, die Dinge immer wieder umzubenennen, um sie unkenntlich zu machen, so wie jetzt der Konzern auch nicht mehr Facebook, sondern Meta heißt beispielsweise. Der erste Schritt war also tatsächlich die durchaus rasante Idee, das größte soziale Netzwerk der Welt mit 3 Milliarden Mitgliedern zugleich zur Basis
eines Währungssystems zu machen. Das heißt also, jeder Facebook-Teilnehmer könnte zugleich ein eigenes Konto haben und über dieses Konto Finanzdienstleistungen in Kauf nehmen. Eine Sache, die, glaube ich, auch von den Währungshütern in den Vereinigten Staaten durchaus mit einer gewissen Sorge betrachtet wird. Also die Einrichtung einer privaten Währung, die in letzter Konsequenz noch mehr Kompetenzen von Zentralbanken an den Markt abwandern lässt. Die zweite Idee, und irgendwo ist es auch ein Witz, ist dieses Metaversum. Sie müssen wissen, dass dieser Begriff von einem Science-Fiction-Roman aus den 90er Jahren kommt, von Neil Stephenson. Dieser Roman heißt Snow Crash und führt eine Dystopie vor. Die Welt ist völlig privatisiert. Es gibt nur noch Rumpfstaaten. Die Bevölkerung besteht im Wesentlichen aus Tagelöhnern, die Lieferdienste betreiben. Und der Held in diesem Roman flüchtet sich in das Internet und findet dort eine ideale Welt vor, mit idealen Begegnungen, mit idealen Ausstattungen, mit idealer Natur etc. Das wurde in dem Roman Metaverse genannt und daher stammt die Idee von Facebook. Die Idee wäre also gewissermaßen, die analoge Welt so weit zu verschrotten, dass man sich heil und günstig und erfreulich und in einer heiteren Weise nur noch im Internet begegnet. Das ist die Radikalidee oder sagen wir so die Verkaufsidee, die darin liegt. Ich glaube nicht, dass es einen großen Erfolg haben wird, weil die Fantasien durchaus sehr kindisch sind, wenn Sie die entsprechenden Werbefilme von Facebook beispielsweise ansehen. Kann ich da nochmal eine Frage aus dem Chat nochmal nachschieben? Das sind mehrere Fragen, glaube ich. Inwiefern spielen dabei die EU Digital Identities eine Rolle, die vor kurzem angekündigt wurden? Und danach könnten wir nochmal die Frage nochmal aufgreifen zum Thema Ressentiment. War noch eine Frage offen, und zwar die Frage, Sie haben sich auf Autoren bezogen, unter anderem auf Nietzsche. Was haben die diagnostiziert? Welche Veränderungen in der Gesellschaft stattfinden. Aber machen wir das Erste, weil es auf die erste Frage, kann ich im Augenblick nicht antworten, weil ich muss es gestehen, den Begriff der Digital Identities der EU nicht kenne. Vielleicht kann der entsprechende Teilnehmer, während ich die zweite Frage beantworte, mir nochmal auf die Sprünge helfen, um eventuell eine Antwort dazu zu erfinden. Was das Ressentiment bei Nietzsche und Scheler betrifft, muss man, glaube ich, zunächst mal eine interessante Konstellation festhalten. Nietzsche hat auf der einen Seite das Ressentiment, wie die meisten von Ihnen wahrscheinlich wissen, sehr stark mit Schicht der Schwachen, der Ohnmächtigen in Verbindung gebracht, dabei auch mit einer bestimmten Form der Mitleidsmoral und mit einer langen Geschichte der jüdisch-christlichen Kultur. Das sind für ihn sozusagen Entwicklungsorte des Ressentiments gewesen. Max Scheler nun, und das ist die interessante Wendung und deswegen dankbar auch für die Frage, greift Nietzsche auf, greift auf seine ganze Analytik des Ressentiments auf. Das heißt also, dass Ressentiment etwas ist, was Vergleichssucht beispielsweise kennt, was den scheelen Blick kennt nach nebenan, was weniger mit der Aktion als mit der Aktionshemmung zu tun hat, was mehr mit der Reaktion zu tun hat und was in letzter Konsequenz sich dann sogar in der Situation der Ohnmacht als bloßes Gefühl bemerkbar macht. Das heißt, ein diffuses Gefühl, irgendwo von irgendjemandem verletzt worden zu sein. Das übernimmt Max Scheler und führt genau diese Analyse des Ressentiments weg vom Christentum und weg vom Judentum und hin auf die modernen liberalen Marktgesellschaften. Das ist sozusagen die interessante Wendung, die Max Scheler vornimmt. Er sagt, die Analytik des Ressentiments bei Nietzsche als Sozialaffekt ist überaus interessant.
wird aber gewissermaßen erst scharf gestellt, wenn wir sie auf die modernsten Gesellschaftsbedingungen, nämlich auf den Liberalismus, die Wettbewerbsgesellschaft, die Konkurrenzgesellschaft und die damit verbundene Aushöhlung von Solidarmilieus beziehen. Das ist die Wendung. Der Begriff ist dann aber weitergehend wie der Begriff Feindseligkeit. Das ist richtig, ja. Ja. Also umfasst mehr praktisch. Ja, es ist sehr komplex, ist nicht einfach. Auf den zweiten Punkt, Digital Identities, damit ist gemeint, dass man, dass man also einen Ausweis und Führerschein und so weiter digital ersetzt. Und ich kenne die Details auch nicht, aber es soll wohl eine Art digitaler Pass sein, wie ich gerade auch gesagt habe, ne? Um Dienstleistungen, Transaktionen, Informationen in Anspruch nehmen und austauschen zu können. Vielleicht ein anderes Thema. Ja, ich glaube nicht, dass es ein anderes Thema ist, aber dafür bin ich tatsächlich jetzt kein Spezialist. Ich würde aber darauf verweisen und es könnte einem dann ein bisschen unheimlich werden, dass diese Dinge natürlich bereits radikal und umfassend realisiert sind, nämlich in China, wo sie inzwischen ja ohne entsprechende Apps sich nicht mehr im öffentlichen Raum bewegen können. Ich möchte also darauf hinweisen und nicht mehr, dass die Versammlung von Daten im Sinne dieses digitalen Passes, also das heißt ein Persönlichkeitsabdruck im digitalen Format, eine Lebenserleichterung ist und zugleich ein Kontrollinstrument. Und diese beiden Dinge muss man, glaube ich, in irgendeiner Weise abwägen, ohne dass ich das in dieser Weise jetzt hier tun könnte. Aber eine Sache darf man nicht vergessen. Je mehr Daten digitalisiert werden, je mehr Daten auch zusammengefasst werden, beispielsweise in so einem digitalen Pass, wo Sie dann Finanztransaktionen, Einkäufe genauso vornehmen können wie Arztbesuche oder Grenzübertritte etc., ist ein ideales Kontrollinstrument. Und das ist ja das Interessante dabei, übrigens eine These auch in meinem Buch, dass die Logik der Kontrolle Lebenserleichterung ist, dass die Logik der Kontrolle Freiwilligkeit ist. Also Freiwilligkeit ist sozusagen die Parole der Kontrolle. Das ist etwas völlig anderes als bloße Überwachung. Herr Vogel, ich würde mal folgende These wagen. Die mit der Digitalisierung oder Digitalisierung fast aller Prozesse, die wir haben, und da sehe ich jetzt kein Entkommen, haben wir zwei Gefahren. Das eine ist, es werden Daten gesammelt, ja, und ich glaube, das ist schwer, das aufzuhalten. Die Frage, die sich stellt, ist die Datenhoheit. Wer verfügt über die Daten? Und dann haben wir natürlich den gesellschaftlichen Hintergrund. Gibt es Instrumente, dass diese Daten nicht zur Kontrolle und gegen den Menschen gerichtet werden. Also das sind dann wieder gesellschaftliche Strukturen, die entstehen müssen. Ich würde sagen, also solange wir das auf dem privaten Weg haben und keine öffentliche Kontrolle möglich ist, ist das genau das, was Sie sagen. Aber in Zukunft meiner Meinung nach eine politische Aufgabe daraus erwächst, die sagt, wie kriegen wir eine Demokratisierung der Daten oder den Umgang, demokratischen Umgang mit Daten hin. Ja, also aber noch mehr. Also denken Sie daran, dass in anderen Bereichen, in anderen Industriebereichen es natürlich die Möglichkeit gibt, Unternehmen für ihre Produkte verantwortlich zu machen. Selbst ein Unternehmen wie Monsanto oder danach Bayer ist irgendwann mal verantwortlich für Glyphosat gemacht worden. Auf diesen Unternehmen, und das ist ein wichtiger Punkt, der eben auch die Rechtswissenschaftler beschäftigt, werden Produkte auf den Markt geworfen, die keinerlei Zulassung unterliegen. Das sind die Algorithmen. Das sind die Algorithmen, nach denen Daten sortiert werden, nach denen wir sortiert werden, nach denen unser Rohstoff sortiert wird. Also das sind Geschäftsmodelle. Das heißt also, es sind Produkte, die tief in die Gesellschaft eingreifen, aber keinerlei
Kontrolle und keinerlei Zulassungsschwelle unterliegen. Und das ist, glaube ich, eine unternehmerische Anomalie. Und das zeichnet diese Unternehmen aus. Und deswegen sind sie so wertvoll, wie Sie vorher gesagt haben, auf den Börsenmärkten. Es gibt ja schon Ansätze, zum Beispiel, wenn man die Google-Suchmaschine vergleicht. Es gibt den Konzern DuckDuckGo, die versuchen das ja etwas anders anzugehen, dass praktisch die Privatdaten mehr oder weniger geschützt werden. Wie sehen Sie die Entwicklung? Ist das ja ein realistischer Weg oder? Ja, natürlich. Also es ist im Bereich der Wissenschaft ja überhaupt keine Frage, dass wir an der Universität zunächst einmal den Leuten, das heißt den Studenten, das Benutzen von Google abgewöhnen müssen, weil es nicht die Ergebnisse bringt, die eventuell für eine wissenschaftliche Arbeit notwendig sind, weil die Daten völlig anders selegiert und kompiliert werden, weil sozusagen marktförmige Ergebnisse rauskommen, also die sich an Klickzahlen bemessen, die sich an der Multiplikation von Klickzahlen bemessen. Also eine normale Recherche muss auf andere Suchmaschinen zurückgreifen, auf andere, ne? Und ich würde jetzt nun tatsächlich die Forschung als einen nicht unwichtigen Bereich dieser Wirklichkeit begreifen wollen, wo eben genau diese Form der Daten Raffinerie nicht funktioniert. Es gibt noch einen Kommentar auf dem Chat. Das, was Sie beschrieben haben mit Freiwilligkeiten, Überwachung, kennen wir ja heute mit den so praktischen CR-Codes auf unseren Handys. Klar, natürlich. Kann ich Ihnen nur zustimmen. Und eines ist, glaube ich, heute schon gewiss, dass diese Unternehmen, die Apps anbieten, die Suchmaschinen, die sozialen Netzwerke, die Digitalkonzerne, die großen Gewinner dieser Pandemie gewesen sein werden. Ja. Ich würde jetzt gerne noch ein bisschen philosophieren, weil Wir tun doch nichts anderes die ganze Zeit. Ja. Aber die Zeit ist abgelaufen. Ein Thema hätte mich noch interessiert, und zwar haben Sie festgestellt, dass die Plattform, das Plattformkapital nicht auf einem Markt agiert, sondern Märkte bereitstellt. Ich hatte mal gelernt, dass das Kapitalismus darin besteht, dass man auf der einen Seite Lohnarbeit hat und auf der anderen Seite sozusagen das Kapital in Waren dann auf dem Markt bereitgestellt wird und dem Wettbewerb ausgesetzt wird. Aber dieser Hebel des Kapitalismus oder dieser Teil ist dann ausgehebelt, ne? Ja, also deswegen sprechen Leute, die sich damit beschäftigen, insbesondere auch Soziologen, von einer neuen Phase des Kapitalismus. Was übrigens auch dazu führt, dass auch bestimmte, wenn Sie so wollen, alte Dogmen so schleichend verabschiedet werden. Also wenn man die Repräsentanten dieser neuen Unternehmensformen hört, wenn man ihnen zuhört, dann sprechen die nicht mehr von der Seligkeit des Wettbewerbs, sondern sie sprechen von der Seligkeit des Monopols. Abgesehen davon, dass natürlich der Wettbewerb für Unternehmen immer beschwerlich war. Also wer genügend Kapital hatte, konnte sich aus dem Wettbewerb herauskaufen. Also das Drängen zum Monopol ist natürlich immer auch eine kapitalistische Dynamik gewesen. Die Lohnarbeiter und die Handwerker, die kleinen Geschäfte sollen miteinander konkurrieren. Wer sich's leisten kann, zahlt sich aber aus, ne? Und nimmt am Wettbewerb nur noch bedingt oder sehr dezent teil. Dass es aber zu einem Unternehmensprogramm geworden ist, also zu einer unternehmerischen Struktur, das ist der neue Fall. Sie haben das am deutlichsten bei Amazon, das für bestimmte Händler die Marktzugänge diktiert. Amazon kopiert manche Produkte sogar und bietet sie billiger an. Das heißt also, Amazon ist eigentlich sowas wie ein privater Wettbewerbsregulierer geworden. Und deswegen sprechen, ich zitiere den jungen Soziologen Philipp Stab, der zum digitalen Kapitalismus geforscht hat, der das eben als proprietären
Markt beschrieben hat, wo der Markt nicht mehr von Wettbewerbshütern sozusagen umstellt wird, sondern wo die Wettbewerbshüter selbst private Unternehmen sind. Damit haben Sie natürlich auch diese reine Lehre des Kapitalismus, die Dynamik entsteht durch Wettbewerb, auch ein bisschen ad absurdum geführt. Ne? Gut, ich würde sagen, es ist jetzt Punkt 9 Uhr. Ich würde sagen, es sind auch keine Fragen mehr im Chat. Ich würde an dieser Stelle gerne einen Schlusspunkt setzen. Hermann, ist dir das auch recht? Oder hast du noch? Ja, klar. Und mich herzlich bei Ihnen bedanken, Professor Vogel. Es war eine sehr interessante Veranstaltung. Ich muss auch sagen, Sie haben zu einiger Klarheit nochmal beigetragen. Das Buch ist interessant, aber wirft auch eine Menge Verständnishürden auf. Also von daher haben Sie nochmal, denke ich, nochmal gut beigetragen und auch mal darüber hinaus noch die Zusammenhänge hergestellt. Vielen Dank dafür. Und vielleicht gelingt es uns ja, ursprünglich hatten wir ja mal gedacht, Sie kommen zu uns, aber das wird sich ja vielleicht nochmal ergeben.